Speculum Nauticum, ein Seeatlas von Lukas Jansson Wagener. In der heutigen Seefahrt bringen hochmoderne Navigationssysteme die Schiffe sicher ans Ziel. Im 16. Jahrhundert waren es Seekarten und manchmal Navigationshandbücher, auf die sich die Kapitäne bei ihren Seereisen in unbekannte Gewässer verlassen mussten. Der um 1533 im holländischen Enkhuizen geborene Lukas Jansson Wagener war selbst schon 30 Jahre zur See gefahren, als er im Jahr 1577 begann, Seekarten herauszugeben. 1584 bis 85 erschien in Leiden sein bedeutendstes Werk, der berühmte Spiegel der Seefahrt, der einen Wendepunkt in der damaligen nautischen Kartografie markierte. Im Vergleich zu den bereits erwähnten Handbüchern, meist Textbücher, die mit Darstellungen von Küstenprofilen illustriert waren, hatte Wagener die revolutionäre Idee, sein Navigationshandbuch zusätzlich mit großformatigen Seekarten zu bestücken und in diese Karten die Küstenprofile zu integrieren. Bereits ein Jahr später, 1586, folgte die hier vorliegende erste lateinische Ausgabe mit dem Titel Speculum Nauticum. Sie enthält insgesamt 45 Karten in Folioformat. Neben einer ausnehmend schönen Gesamtdarstellung des europäischen Kontinents bilden sie die Atlantik-, Nord- und Ostseeküsten Europas ab. Zudem findet man auf ihnen die Wappen der dargestellten Provinzen und Länder. Darüber hinaus sind sie mit Windrosen, Segelschiffen und fantastischen Seeungeheuern geschmückt. Meist wurden diese Seeatlanten ohne Kolorierung herausgegeben, um auf hoher See eine rasche Lesbarkeit zu gewährleisten. Kolorierte Exemplare, wie das vorliegende mit einer schönen, flächigen Farbgebung, ergänzt durch Goldakzente auf den Wappen und den Windrosen, sind daher von allergrößter Rarität. Der Spiegel der Seefahrt erschien innerhalb weniger Jahre in mehreren europäischen Sprachen. Bei Wagenars Tod im Jahr 1606 galt der Atlas bereits als ein Meilenstein der westeuropäischen Kartografie und war für Jahrzehnte maßgebliches Vorbild für alle nachfolgenden Seeatlanten dieser Art.